Hey Leute und willkommen zu der zweiten Folge von der Koop-Torwart-Spielerkarriere zusammen mit dem Jan. Hi. Hallo. Richtig krass die Anmoderation hier. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge natürlich zwei Spiele gemacht. Unbedingt beide Kanäle abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann ist alles cool. ja klar. auf jeden Fall wisst ihr bestimmt noch, dass wir Augsburg und Wolfsburg sind und ja, jetzt auf meinem Kanal seht ihr natürlich meine Spiele und auf Jans Kanal seht ihr seine Spiele und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ja, deswegen haben wir hier beide drei Punkte. Ich würde sagen, wir starten rein. Ich bin absolut nicht eingespielt, was auf Jan vielleicht eher zutrifft. Der hat nämlich vorhin schon mal ein bisschen Torquelle aufgenommen oder gestern oder so. Ja. Ich war krass. Und wir haben jetzt auch wieder seit zwei Wochen nicht aufgenommen, was ihr bestimmt nicht gemerkt habt, aber ist so. Heißt, ich muss mich auch wieder an die Kamera gewöhnen, darauf habe ich richtig Bock. Nein, du Spacken hast nicht... du bist aber bei den anderen, bei mir meine ich. Du bist nicht bei den anderen. ja, wir haben zwei Deuter, jawohl. aber du kannst ja wechseln. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hab's es gesehen, aber ich hab's gar nicht so. Ja, einfach komplett ignoriert. So im Nachhinein ich hab gerade so, schon, als das Spiel geladen hat, habe ich so nachgedacht. Habe ich ja, gewechselt? Ich dachte so, hey, der Depp ist doch gerade zu mir gegangen. Alter. Ist ja richtig dumm. Alter, du hast Adler, Junge, krass. Ja, den habe ich easy. Ich dachte, du spielst wie meins. Ja. Ja, wir haben Montag. Oh, gut, dass ich da hingesprungen bin. Eine Aufnahme erzählt. Oh, ja, Ja! Oh, mein Ohr! Hör doch auf! Hä, wieso habe ich eigentlich so schwarze Haare? Achso, ich bin ja Adler. Achso. Ich dachte, wie sehe ich denn aus? Hä, was macht Augsburg denn jetzt hier? Marius, der muss doch drin sein! Richtig rumschreien. Das. Oh. Oh, ja, sicher gefangen. Oh, das meiner, meins. Oh. Oh! Jawohl, sehr gut. Ja, also da, Halbzeit. Hier zur Halbzeit. Beide zwei Paraden. ganz, ganz stark. Was hat denn so, jetzt bin gemacht? Ich oben, das ist schon mal geil. Das ist richtig geil. Oh ja, Tor! Oh, sexy! Oh, 1-0! Weißt du, das ist wieder diese scheiß Kameraperspektive, Alter! Ja, aber du musst dein Tor ja nicht sehen. Kannst ja trotzdem drücken. Klar! Weil ich auch absolut weiß, wo der Ball hinfliegt und wo ich stehe und was. Ja, das, wo du stehst, das musst du raten, aber wo der Ball hinfliegt, das sieht man ja. Ja. Also eigentlich, wenn ich weiß nicht mehr, wo das Tor ist. ich habe mich in Schritt, ich habe echt vorm Schuss, habe ich mir einen Schritt nach links und musste dann nach rechts springen. Das war halt sehr unpraktisch. Oh! Und jetzt oh. Die Skill Moves! Ah! Oh, oh nein, Mann! okay, das war jetzt schon scheiße, aber. sehr gut. Oh, Mann. Ja, das Spiel war eh schon verloren. Was? Nein, Spaß. Ja, drück's weg. Oh! Oh! Nein! Oh! ich hätte einfach genau zu dem geworfen. Aber das war nur ein Prank und ich habe es nicht mal mit Absicht gemacht. Oh, Hilfe! Alter, warum schießt der nicht? ja, nein! Der ist drin, jawohl! Das gibt's doch nicht! Easy, der Anschluss! Easy! ja, voll. Aber das war so geil, ich sehe ihn einfach nur so umstehen und denke mir, bitte schieß. Und dann hast du es auch gerafft und Mann! das war jetzt dumm. Und an sich ist es ja kein... Boah, stark, wie er da rauskommt und jetzt der direkte Konter. Boah, nee. Boah, doch, komm, der geht noch, der geht noch. Mach doch mal aus dem Spiel nach hinten. Oh, ja, das ist ein Konter. Affengesicht. Was macht der denn?
schläft der ein oder was? Gewonnen! Ja! Was bist du für einer? Leute, jetzt auf, Adler. Jan, auf jetzt auf Jans Kanal, da bin ich dein gegnerischer Torwart und da, dann machen wir ihn fertig, Ja, du hast doch noch ein Spiel. Er hat so ein Krapfengesicht. Ja, natürlich haben wir noch ein Spiel, aber jetzt kommt erstmal dein. Ja, aber das wissen wir ja nicht. Ach, stimmt. Das wisst ihr ja nicht. Sorry. Aber danach hier rüber gucken zu Jan. Genau. Jetzt geht's erstmal weiter hier gegen. Ich weiß nicht, gegen wen ich spiele. Alter, das ist die dümmste Aufnahme, die dümmste Folge. Let's go! Hilfe! Mach den noch! Weg! Ja, also, hau dir selbst rein! Nein! Ich bin doch kein Mike. Was? Du darfst nicht spoilern. Müsste bei mir vorbeigucken. Oh, jawohl. Das war eine gute Parade. Ah, der Reflex war auf jeden Fall am Start. Das war bestimmt nur, weil du den goldenen Helm anhast. Ja, klar. Müssen wir eigentlich so einen goldenen Helm im Echt kaufen und den dann bei der Torwartfolge aufsetzen? Das sähe bestimmt nicht dumm aus. Nee, gar nicht. Ein grüner Helm wäre cool, dann würdest du das so. Ja, das wäre dann wieder kacke. Komm jetzt mal noch die Flanke in die Mitte, nein, die kann er eh nicht verteidigen. Und warum spielt er keine Flanke? War noch eine Flanke in die Mitte, da kann er eine, war noch eine Flanke. Jo, Alter, hat er den geprankt. Hast du es gesehen? Ja, leider. Der hat, Junge. Elfmeter. Danke. Er ist drin. Oh, da bin ich da. Nix hätte er da machen können. Ja, beschwer dich ruhig. Oh, guck dir da diese, oh, paar Flenker. Ach so, das war der Pfosten. Ja, aber die Abnahme, die war krass. Vorwart von Schalke. Die haben in den letzten paar Spielen, ich sehe nichts, weil da ein schwarzer Balken ist. Tor, ich führe. Bremen 1-0. Das ist so dumm, ohne Spaß. Was war das denn gerade? Also Leute, ihr müsst wissen, wir nehmen das ja hier von Jans Konsole aus auf. Und ich habe dann über Schärpler immer so einen schwarzen Balken. Und der ging zwar weg, als der geköpft hat. Ja. Meine ist einfach in eine ganz andere Richtung wie so ein... Wie so ein Spacken so gehüpft, so. Ich liebe es, wenn bei dir Kopfbälle oder Flanken kommen. Oh mein Gott, aber ohne Allzeit. Spaß. Das war echt kein. Guck mal, mein Tor mal wieder allein schon aussieht. Warte, das muss ich mir direkt angucken. Also, er sieht den Ball. Er ist aber rechts von ihm, der Ball. Und er springt nach links, so ganz leicht, so. Hui! So, vielleicht krieg ich ihn, hui! Wo springt der da? Oh ne, jetzt habe ich einen schwarzen Balken. Warte, das Bild müssen wir noch draufkriegen, wenn Shareplay weg ist da. Was habe ich denn? Ich bin auf sehr offensiv, soll ich auf sehr defensiv? Nee. Tor! Scheiße, Feine. Ich habe gerade gar nicht auf mein Torwart geachtet. Ey, was ist das denn? Was sind das für Scheißtore, Alter? Mach der erstmal so eine Geste so nach unten so. Hauptsache er springt nach, genau. Noch bessere Flanken. Ohne Spaß. Wir haben jetzt drei Spiele schon gespielt, ne? Was mir in diesen fucking drei Spielen alles passiert ist, ne? Konzentrier dich mal. Unglaublich. Was macht denn der Schwacken? Rennt er einfach raus? Was ist denn mit dem? Ah. Aber ich habe auch ein Tor geschossen.
Hast zwei Tore geschossen. Ja, sogar zwei. Nächstes Spiel, Bayern gegen Augsburg. Geil, oder? Oh nein. War schon ein Prank. Oh, aber ein Tor und so. Ja, geht zurück jetzt. Hinten. So ein Tor ist mir auch passiert, fällt mir gerade ein. Ja. Ich habe nur Scheiße jetzt hier irgendwie produziert, so gefühlt. Ja, ist vorbei. Kann ich auch nichts mehr machen. Wobei mir das eigentlich egal ist, oder? Wahrscheinlich habe ich voll doof jetzt, dass Bremen gewonnen hat. Nächste Niederlage hier. Und das war's dann auch mit meiner heutigen Folge. War auf jeden Fall ziemlich witzig, würde ich sagen. Ja, ich werde jetzt die nächsten Folgen dann schon versuchen, wieder krasser zu sein. Aber erstens musste ich mich sowieso noch einspielen. Zweitens, ich hatte gerade einfach so viel Spaß in meinem Leben, das glaubt ihr mir nicht. Ja, Bremen ist Erster jetzt. Das war gut. Ach, das ist doof. Sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen gespoilert. Egal. Guckt nicht hin. Wir machen jetzt das Spiel für Jan und die Folge fertig. Schaut danach auf jeden Fall bei seiner Folge dabei vorbei. Lasst Wertung da, wenn es gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Ich bin Nummer 100 und ich Nummer das. Komm mit hunderten Jugos und verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Red ist der Chef, wir verbrennen dein Dorf.